Herzlich willkommen zu Shadows Awakening. Ach, guck mal. Ja, wir wollten ja jetzt Greifenei und Bestellliste noch holen. Hier oben waren die zwei vor ihm sind an. Und dann ist jeweils eine aus. Da sind dann drei an und da ist eine an. Also die beiden vor ihm, die sind an. Es ist natürlich die Frage, was da bei dem vorne ist. Ich mache das jetzt einfach mal genau so. Okay, das scheint jetzt nichts zu bewirken. Ist da sonst noch irgendwie ein Anhaltspunkt? Ach, ich wollte nicht in die Außenlande. Ach, da habe ich mich jetzt verklickt. Schon gesehen, schon aufgemischt. Ja, ich weiß. Hier waren wir ja auch gerade erst. Ist auch keine Einkerbung oder so. Dann könnte man das höchstens noch mal verschieben um jeweils einen. Ansonsten, nee, das geht auch nicht. Ah! Man muss sich nur mal durchprobieren. Da haben wir eine Schatztruhe. So. Wisset, was Verzweiflung ist. Hier haben wir Kränze. Statt der Verbannten, erster Band, haben wir schon gelesen. Und hier ist ein Brunnen, aber da kommen wir aktuell noch nicht rein. Und durchquere die Außenlande in südöstlicher Richtung bis zum Fuß der zerklüfteten Gipfel. Kränze wartet in der Oase am Eingang zum Splitter-Speerpass auf dich. Überquere den Splitter-Speerpass und suche nach einer Möglichkeit, nach Taimuria hineinzugelangen. Ich kann ja mit Kränze, wo ich schon mal hier bin. Bist du wirklich bereit? Womöglich müssen wir hastig aufbrechen. Nee. Dann tu, was du tun musst, aber tu es schnell. Wenn wir hastig aufbrechen müssen, dann möchte ich erst noch probieren, meine Nebenquests zu erledigen. Bevor ich nachher nicht mehr die Gelegenheit dazu habe, das abzuschließen. Okay, ich komme hier gar nicht weiter. Und hier ist auch nichts versteckt. Ja, dann bleibt mir wahrscheinlich wirklich gar keine andere Wahl, als mit Kränze zu reden. Bist du wirklich bereit? Womöglich müssen wir hastig aufbrechen. Ja, ich habe ja keine Wahl. Wenn ich weiterkommen möchte, dann... Bevor ich eure Fragen beantworte, müsst ihr wissen, wie dies alles seinen Anfang nahm und wie es enden muss. In dem Jahr, in dem der Theokrat die letzte Gottkaiserin entmachtete,
gründete Lady Mara Valkarin den Schleierorden. Mara hatte nur ein Ziel, den Theokraten zu bezwingen und alle Religionen zu vernichten. Die Theokratie und das Garolianische Kaiserreich davor nutzten religiöse Symbole, um Macht auszuüben. Anfangs war Maras Ziel bloß, die Welt von dieser Unterdrückung zu befreien. Doch über große Macht zu triumphieren, erfordert noch größere Macht. Und es dauert nicht sehr lange, bis die Macht sich zum Selbstzweck entwickelt. 60 Jahre nach der Gründung des Ordens fand Mara schließlich einen Weg, ihre Macht zu vergrößern, indem sie die Essenz des toten Gottes in ihre eigenen Körper leitete. Dazu war ein Artefakt vonnöten, ein ungeheuer alter Kessel, der den Taimurianern heilig war, bekannt als der Seelentiegel. Der Orden stahl ihn aus Taimuria und versteckte ihn in der Stadt Kyalisa. Mittels eines Rituals, das allein die Pentanera kennen, kann der Kessel die Essenz der Toten über den Schleier hinwegleiten, die Barriere, die die Dimensionen teilt. Allerdings wusste der Orden nicht, dass es zwei Gefahren barg, den Kessel zu benutzen. Zwei Jahrhunderte zuvor setzte der oberste Weise der Pentanera das Ritual ein, um große Mengen der Essenz in seinen Leib zu leiten, entgegen der Gesetze des Ordens. Die dunkle Saat verwandelte seinen Körper in eine dämonische Kreatur, die in ihren Wüten Lady Mara selbst tötete. Der oberste Scharfrichter, Baron Avenger, verfolgte den ausgestoßenen Magier jahrhundertelang und setzte seinem Leben schließlich ein Ende. Doch obgleich Mara tot war, war sie nicht fort. Die dunkle Saat hatte ihre Seele in einem Maße mit der Essenz gestärkt, das alles übertraf, das wir Magier zuvor erlebt hatten. Und je mehr Essenz die Pentanera durch den Kessel leiteten, desto schmaler wurde der Raum zwischen den Welten. Schließlich fand ein Dämon, ein Verschlinger, Maras Seele, und sie begann, Pläne für ihre Rückkehr in diese Welt zu schmieden. Unterdessen stieg Maras Sohn, Serge Valkarin, zum neuen Großinquisitor auf. Lord Valkarin erkannte mein Potenzial, als ich ein junger Novize des Ordens war. Vor etwa 40 Jahren schaffte ich es, Kanzler des Theokraten zu werden. Ein Jahrzehnt später kam es zu einem Aufstand gegen die Theokratie, und ich selbst war es, der den Theokraten mit einem wohlgezielten Messerstoß niederstreckte. Mein Lohn war das Amt des obersten Weisen, das ich freudig antrat. Doch als der Theokrat besiegt und die Religion nahezu ausgelöscht war, geriet der Orden in Streit. Lord Valkarin spürte, zu Recht muss ich sagen, dass der Orden von seinem eigentlichen Ziel abgekommen war, durch das Abschaffen der Religion an sich alle religiöse Macht auszurotten. Er und sein Akolyt versuchten, die Kontrolle über das letzte verbliebene Relikt zu erlangen, das Schwert Gottschlechter, um seine schreckliche Macht ein für allemal zu vernichten. Der Rest der Pentanera widersetzte sich ihm zwar, doch der entstehende Krieg in unseren eigenen Reihen zerstörte uns fast. Valkarin und Avenger wurden beide getötet, aber ihre Seelen waren von der Essenz des Rituals gestärkt, genau wie Maras zuvor. All diese Jahrhunderte voller Rituale mit dem Seelentiegel hatten den Schleier unermesslich geschwächt und die Zerstörung des Gottschlechters veränderte das Gleichgewicht zwischen den Welten. Der zerbrochene Himmel nahm Einfluss auf diese Welt, und die Welt der Träume, in der einst die Magier wandelten, wurde zu den Schatten. Als Lady Mara zu uns zurückkehrte, glich das einem Wunder. Doch ich traue Wundern nicht, und als auch Valkarin und Avenger von den Toten wieder auferstanden, wusste ich, dass meine Tage im Orden gezählt sind. So floh ich und schmiedete Pläne. Carissa war eine Weile meine Verbündete, doch schließlich nahmen sie ihr das Leben
und machten sie ebenfalls zum Dämon. Da mir wenig Optionen blieben, unternahm ich schließlich den verzweifelten Schritt, dich zu beschwören, Dämon. Dir und mir bleibt keine Hoffnung, solange wir nicht einen Weg finden, wie wir den Seelentiegel zerstören können. Jetzt, wo dir Zahl zur Verfügung steht. Zerstöre den Kessel und wir können Lady Mara, Lord Valkarin und Baron Avenger womöglich bezwingen. Wird der Seelentiegel nicht zerschmettert, sind wir beide dem Untergang geweiht. Nur zu. Oh Mann, eine Menge Gesprächsstoff. Wo ist der Seelentiegel jetzt? Lady Mara verlagert ihn zwischen Kyalisar und Tole, je nachdem, wo das nächste Ritual stattfindet. Dort, wo Mara ist, wird auch der Kessel sein. Doch sie ist zu mächtig. Solange sie den Seelentiegel besitzt, können wir ihn nicht zurückholen, fürchte ich. Wir müssen ihn zerstören. Nur zu. Du warst für Zar tätig? Kaum. Ich ließ mich fangen und diente zum Schein, weil das unseren Zwecken diente. Du hast mich betrogen! Mich getäuscht! Ja, das hab ich, Zar. Die Täuschung ist seit jeher meine mächtigste Waffe. Nur zu. Dramos Seele ist verloren. Doch die des gepanzerten Zombies ist jetzt mein. Warum können wir einige Seelen verzehren und andere nicht? Du kannst dich von jeder toten Seele nähren. Doch nicht alle Seelen sind stark genug, um dem Tod zu trotzen. Nur jene Seelen behalten im Tod ihr selbst, die großen Mengen der Essenz ausgesetzt waren. Obgleich Damok dem Schleierorden angehörte, hat er dem Ritual nur ein einziges Mal beigewohnt. Allerdings hat er die Essenz in den gepanzerten Zombie geleitet, um ihn als seinen Diener zu behalten. Aus diesem Grund konntest du seine Seele verschlingen. Stell deine Fragen. Bist du wahrhaft hier? Oder ist das wieder eine Illusion? Du tust gut daran, deinen Augen nicht zu trauen. Ich entscheide mich nur selten dazu, persönlich zu erscheinen. Ich bin hier in der Oase, doch ich sage nicht, wo. Schattenprojektion ist für einen flüchtigen Magier wesentlich sicherer, findest du nicht? Du hast Fragen? Warum hat Kalleks Seele den Tod überdauert? Das frage ich mich auch. Ich habe zu Lebzeiten nie Essenz kanalisiert, wüsste gar nicht wie. Zugegeben, ich hatte meine Finger im Spiel. Sobald ich von Nemeks Verschwörung erfuhr, die Stahlgilde an sich zu reißen, begann ich Kalik mit Essenz zu stärken, während er schlief. Ihr habt im Schlaf an mir rumgepfuscht! Hätte ich das nicht getan, wärt ihr jetzt nicht hier. Ihr seid ein viel zu nützliches Werkzeug, um euch zu verlieren, Kalik. Was willst du wissen? Warum hat Zars Seele den Tod überdauert? Du warst das, nicht wahr, Gelehrter? Ich habe damit nichts zu schaffen, Zar. Ihr seid ein Veteran der Akzessionskriege. Wie alle, die in diesem Konflikt fochten, hat euch der letzte Fluch des Konklaves getroffen. Du hast Fragen? Der letzte Fluch? Was hat es damit auf sich? Am Ende der Akzessionskriege ergriff das Konklave von Taimuria verzweifelte Schritte, um Corvents Invasionsarmee zu vertreiben. Der Fluch, den das Konklave entfesselte, veränderte Taimuria für alle Zeit und ebenso jeden Veteranen dieses Konflikts. So hat eure Seele den Tod überlebt, Zar. Das Konklave war töricht, diesen Fluch einzusetzen. Selbst heute hat sich Taimuria noch nicht von den Schäden erholt, die ihre Kriegsmagie über Pflanzen und Tiere brachte. Stell deine Fragen. Wo ist Nemek? Ja, ihr habt versprochen, meinen Sohn aufzuspüren, Kränze.
Ich sagte ja, ich werde es nicht vergessen. Bedauerlicherweise konnte ich bloß die Richtung seiner Reise bestimmen, doch noch nicht die Entfernung. Doch euer Sohn ist irgendwo in Taimuria, Kalik. Dessen bin ich mir gewiss. Was willst du wissen? Ja, warum sollten wir ihm eigentlich trauen, ne? Warum sollten wir dir trauen? Solltet ihr nicht, ebenso wenig wie ich euch traue, Dämon. Immerhin war Täuschung und Verrat seit langem mein täglich Brot. Genau. Davon kann ich ein Liedchen singen. Doch du bist ein Dämon, beschworen ohne Pakt, und dir zu trauen, fällt mir nicht minder schwer. Ironischerweise müssen wir wohl beide einem wenig Vertrauenswürdigen trauen, sonst sind wir alle verdammt. Nur zu. Genug der Worte. Ich will jetzt ruhen. In der Tat, eine Nacht Schlaf würde uns beiden gut tun. Nur zu, ruh dich aus. Ich muss die Oase mit einigen Alarmzaubern versehen, falls wir angegriffen werden. Du traust niemandem, was, Magier? Das ist der einzige Grund, warum ich noch lebe. Grenze! Ich will euren Kopf! Müsst ihr unsere Beute warnen, Avenger? Ihr vergesst, wen wir verfolgen, Valkarin. Grenze wusste bereits, dass wir hier sind, als wir die Oase erblickten. Von hier aus gibt es zu viele Fluchtwege. Wir hätten uns nicht zeigen sollen. Ihr Elementarmagier seid doch alle gleich. Ihr vergesst die Grundlagen. Ich überwache den Pass, ihr die Wüste. Sofern ihr mich nicht enttäuscht, wird er nicht entkommen. Nicht gut, nicht gut. Sie sind hier. Schneller als erwartet. Wer? Valkarin und Avenger. Sie sind mir gefolgt. Ich habe einen Flinkheitszauber gewirkt und bin bereits fort. Um deinetwillen hoffe ich, dass Valkarin mich verfolgen wird. Nimm den südlichen Pfad in die zerklüfteten Gipfel. Der Splittersperrpass führt dich geradewegs nach Taimuria. Dorthin werden sie nicht folgen. Hoffe ich. Stell dich, Avenger, nicht im Kampf. Das würde deinen sicheren Tod bedeuten. Doch er ist ein blinder Magier und kann die Schatten nicht betreten. Nutz dies zu deinem Vorteil. Jetzt geh, geh! Avenger meiden und die Brücke herunterlassen. Ja, was soll ich sagen? Eine Menge Gesprächsstoff. Okay, der hat auch einen Dämon in sich. Wo kommt er denn jetzt her? Armselig! Das erledige ich selbst! Okay, der ist dagegen immun. Heles Zulis! Ja. Schmerz vergeht. Der andere greift mich ja auch noch mit an. Keles Zulis. Keles Zulis. Keles Zulis. Keles Zulis.
Dumnaral. Meine Güte, nee. Keles Sulis. Keles Sulis. Keles Sulis. Male Dumnara. Keles Sulis. Ich hab gedacht, die Brücke ist jetzt schon fertig, aber anscheinend muss ich die noch einmal anklicken. Jetzt, so, weg. Keles Sulis. Komm, Kali, komm ab. Oh Mann, ich hab mich da schon sterben sehen. Die zerklüfteten Gipfel erstrecken sich von den Grenzen Corvents 1000 Meilen weit bis zum Ostmeer. Der Gebirgszug schützt die nördlichen Grenzen der Wolfsstämme Taimurias, jedoch betreten sie nur selten die Pässe. Von den Außenlanden nach Taimuria gibt es nur eine sichere Route. Den Splitterspeerpass. Hoch oben in den schroffen Felskämmen nisten Greifen, die bisweilen einsame Wanderer als leichtes Fressen für ihre Jungen ansehen. Schlimmere Schrecken lauern in den Schatten, unsichtbar für sterbliche Augen. Hoch oben auf dem Pass befindet sich ein abgelegenes taimurianisches Grenzlager. Nur wenige, die nicht den Wolfsstämmen angehören, wagen sich weiter in die taimurianische Wildnis. Ich musste mich auf den Einfallsreichtum meiner Verbündeten verlassen, um dort Zutritt zu erlangen. Sieht ja echt nach einer schönen Gegend aus. Hervorragend. Du bist Avenger entkommen. Gerade so. Du scherzt wohl. Gewiss wird er uns über den Bergpass verfolgen. Du bist heute nicht seine Beute. Er wird dich nicht verfolgen, wenn er dabei riskiert, mich zu verlieren. Geh nach Taimuria. Wenn es einen Weg gibt, den Seelentiegel zu zerstören, erfährst du ihn dort. Alles klar. Seht ihr das hier am Bildschirmrand? Das sieht ja aus wie ein Weihnachtsbaum mit Süßigkeiten. Ich will jetzt trotzdem noch mal kurz schauen, ob wir hier in den Schatten noch irgendwas verpasst haben. Aber hier war wirklich bloß die Brücke. Überlass das mir! Okay. Ich beende, was du begonnen hast. So. Oh, endlich keine Wüste mehr. Oh ja. Das sind hier wirklich Bäume mit Süßigkeiten. Aber ich habe die falsche Quest ausgewählt. Ich wollte das Greifenei. Zeigt er mir dort an. Und die Bestellliste. Die ist da hinten. Also das Greifenei ist jetzt erstmal dichter dran. Von daher
wähle ich diese Quest aus. Ich zeige euch wahre Macht. Ja, das sieht schon so ein bisschen witzig aus mit diesen Bäumen hier, muss ich sagen. Ich weiß, also ich denke mal nicht, dass das ohne dieses Event jetzt hier auch so aussehen würde. Echt eine schöne Gegend. Komm her, hau doch nicht ab. Ich denn alles selbst machen. So. Gut, wir haben den nächsten Kenotaphen erreicht. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt der perfekte Punkt, um die Folge zu beenden. Ja, wenn es euch gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal und klickt auch auf die Glocke. Dann bleibt ihr stets auf dem Laufenden, wenn ich neue Folgen hochlade. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und hoffe natürlich, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen. Dann bis dahin. Ciao.